Hier ist Expertain Update mit den Neuheiten der Woche. Bitteschön. Tigermilch erzählt eine dramatische Teenager-Geschichte. Annabelle 2 lehrt euch das Fürchten. Street Fighter 5 erscheint in der Arcade Edition. Und Asus hat das neue Gamer Notebook ROG G703 vorgestellt. Wir sehen uns dann im Herbst. Endloser Sommer. Wir lassen uns deflorieren. Hä? Entjungfern. Wir suchen uns die süßesten Typen der Welt und gehen mit denen ins Bett. Finde ich gut. Wenn man 14 ist, sind 6 Wochen Sommerferien eine Ewigkeit. Zeit genug für die beiden Freundinnen Nini und Jamila, das zu tun, was Teenager eben so machen. Träumen, Unfug anstellen, erwachsen werden. 2 ganz normale deutsche Mädels. Doch genau das ist Jamila auf dem Papier nicht. Woher kommst du denn genau? Aus dem Irak. Du hast einen Brief bekommen vom Ausländeramt. Wo? Oh. Ich schwöre, dass wir für immer zusammenbleiben und du mich niemals allein lässt. Ich würde nie Deutsche werden. Scheiß auf Deutschland. Ist doch scheißegal, ob ich abgeschoben werde. Mann, es geht nicht immer nur um dich! Tigermilch ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Stefanie de Velasco und bildet das Leben der Jugendlichen in der Berliner Gropiusstadt ebenso frech wie authentisch ab. Die drohende Abschiebung ist aber längst nicht das einzige Problem, das Nini und Jamila haben. Was die beiden Mädels noch erleben, verrate ich jetzt aber nicht. Da müsst ihr euch die DVD oder Blu-ray schon selbst anschauen. Und die gibt's jetzt bei Expert. Und was machen wir den Rest der Ferien? Janice sagt, sie hat ihre Tochter gesehen. Meine Tochter ist bereits seit langer Zeit tot. Sie wurde uns schon sehr früh genommen. Nein! Wir haben gebetet, dass wir unser geliebtes Mädchen wiedersehen. Der Kontakt begann verhalten. Doch dann wollte es die Erlaubnis, in eine Puppe zu fahren, um für immer bei uns zu sein. Wir willigten ein. Uah, gruselig! Nachdem bereits der erste Annabelle-Film 2014 bei Horrorfans für Gänsehaut gesorgt hat, erzählt der zweite Teil nun die Vorgeschichte um die von einem Dämon besessene Puppe. Etliche Jahre nach dem Tod ihrer Tochter lädt das Ehepaar Mullins eine Nonne und 6 Mädchen nach der Schließung eines Waisenhauses in ihr Farmhaus ein. Nur das ehemalige Kinderzimmer soll verschlossen bleiben. Doch schon bald lockt etwas das Mädchen Janice hinein. Hallo? Du bist die Tochter der Mullins, oder? Hilfst du mir? Was brauchst du denn? Besessenheit, eine unheimliche Puppe und ein verwinkeltes Haus. Annabelle 2 bedient sich ganz klassischer Horrorzutaten und bildet dabei ein Spin-off zur erfolgreichen Conjuring-Reihe. Wer hartgesotten genug ist, kann sich den Film jetzt auf Blu-ray und DVD bei Expert holen. Die Street Fighter-Serie gehört zu den ältesten und erfolgreichsten sogenannten Beat'em-up-Spielen. 2 oder mehr Kämpfer stehen sich gegenüber und hauen sich bis zum K.O. Begründet wurde der Erfolg von Street Fighter in den Spielhallen der 80er Jahre. Und daran erinnert nun auch die Street Fighter 5 Arcade Edition. Der 5. Teil der Serie ist vor ungefähr einem Jahr erschienen und begeisterte mit neuen Kampftechniken, bekannten und ganz neuen Charakteren und der Möglichkeit, dass PlayStation 4 und PC-Spieler plattformübergreifend gegeneinander antreten können. Seit der Veröffentlichung von Street Fighter 5 sind aber etliche weitere Figuren als Download hinzugefügt worden, die nun allesamt in der Arcade Edition dabei sind. Zudem enthält die Sonderausgabe mit dem Arcade-Modus und dem Extra-Battle-Modus 2 neue Spielvarianten. Außerdem für jeden Charakter neue Spezialattacken und eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche. Entwickler Capcom versteht es, die Fans mit immer neuen Inhalten bei Laune zu halten. Die Arcade Edition zu Street Fighter 5 sorgt mit ihren neuen Modi und den neuen Angriffstechniken für zusätzlichen Spielspaß. Für PC und PlayStation 4 bekommt ihr die Sonderausgabe jetzt bei Expert.
An Gamer, die auch unterwegs ohne Einschränkungen zocken wollen, richtet sich das Asus ROG G703. Als bislang einziges Notebook bietet es auf dem 17,3 Zoll großen Full-HD-Display eine Bildwiederholungsrate von 144 Hz. Für die flüssige Performance sorgen außerdem ein Intel Core i7-Prozessor mit maximal 4,3 GHz Taktung und eine Nvidia GeForce GTX 1080 Grafikkarte. Hinzu kommen bis zu 64 GB Arbeitsspeicher und in der höchsten Konfiguration zwei SSDs und eine 2 TB große Festplatte. Wer's bunt mag, kann jeder einzelnen Taste eine von 16,7 Millionen Farben zuweisen. Zudem verfügt das Asus ROG G703 über ein eingebautes Modul, um sich drahtlos mit einem Xbox-Controller zu verbinden. Das Asus G703 ist ab sofort verfügbar. Erkundigt euch am besten in einem Expert-Fachmarkt in eurer Nähe. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, und checkt vielleicht auch mal die Angebote der Woche. Ja, diese Woche gibt's zwei Schnäppchen. Vielleicht braucht ihr eine neue Waschmaschine oder wollt schnelles Internet im ganzen Haus, dann klickt mal hier unten das Video an.